Sudeli, da sind wir wieder und hoffentlich läuft es jetzt energetisch ungestört. Ich finde das unglaublich. Also, dass jemand das live meldet, weil es unabgebrachte Inhalte enthalten soll. Unglaublich, oder? Und wir reden über Energien, die wichtig sind. Wir reden über Sachen, die, ja, ich erzähle euch halt auch wirklich offen, oder? So und so könnt eure Energie angegriffen werden. Und so könnt ihr sie schützen. Und ich ziehe das durch. Hallo, liebe Sumia. So. Also, da sind wir wieder. Ganz normal. Darf ich fragen, ob sich meine Aura verbessert hat? Also, ich schaue mal. Also, ich sehe, auf der linken Seite ist ein bisschen etwas verdunkelt. Es kommt nicht von dir, sondern es kommt von außen. Es ist eine Fremdenergie, die versucht, deine männliche Energie angreifen. Was bedeutet das im Detail? Deine männliche Energie, die dominante Energie, die kämpferische Energie, deine Willenskraft. Das macht aber auch sehr viel Sinn. Wegen der Situation, in der du dich im Moment befindest mit dem Ex-Chef. Das ist so das Problem, oder? Ja, wie gesagt, ihr könnt bei mir natürlich auch Reiki-Einweihungen haben und Fernreiki-Sessions. Das mache ich nicht jeden Tag, weil ich muss ein bisschen schauen, wo ich schwanger war, bin, habe ich es gar nicht machen, weil da habe ich meine Energie auch schützen. Jetzt kann ich das wieder. Ich mache das auch regelmäßig, wenn ich zum Beispiel Energiearbeit mache für gewisse Leute. Aber so live ist es eher etwas Seltenes. Und heute kann ich das für euch anbieten. Also eben Usui Reiki. Eine Minute tönt vielleicht wenig, aber oder? Da kann man sehr viel Energie überschicken. In ein gewisses Chakra. Oder? Das sind Chakren. Und Chakren sind extrem wichtig, wenn es um unsere energetische Gesundheit geht, um unsere Kundalini-Energie, unsere Lebenskraft. Oder? Und ich kann eben, wie gesagt, in ein gewisses Chakra oder dann eben Kundalini Reiki, das ist du. Da geht es wirklich um die Energie von unten nach oben, alle Chakren energetisieren, ausgleichen, schützen, eine Energieflussblockade beseitigen. Das kann man alles machen in ein paar Minuten. Also ich bin da sehr schnell und sehr stark. Und dann haben wir natürlich noch das Diätreiki, das ist altägyptisch. Ich weiss nicht, ob man es wirklich Reiki nennen kann. Also eigentlich schon, aber es geht ein bisschen darüber hinaus. Es ist sehr stark. Ich nenne es auch einmal gerne den Lichtankh. Und da wird eure Zwillingsseele mit einbegriffen. Das heisst, du könntest mir auch mir schicken, dass er nicht mehr angreift. Oder kann ich das selber machen mit dem Reiki? Das kannst du eigentlich selber machen. Du hast halt zum Beispiel das Diätreiki noch nicht. Also ich könnte, wenn schon dann schon, dass es Sinn macht, könnte ich dir mit dem Diätreiki ein bisschen helfen. Das ist so stark, da kann er effektiv eben rechts, links, Zwillingsseele, Energie. Das ist eben auch das, was der Ankh schlussendlich bedeutet, oder? Der altägyptische Ankh, oder? Da kann er dann wirklich nicht mehr angreifen. So läuft das. Ja, und ich wollte euch auch noch schnell etwas zeigen für alle die, die schon Reiki Einweihungen gemacht haben, oder? Da bin ich gefragt worden, also, dass ich da ein bisschen Rat gebe. Wenn man so ein Reiki-Symbol hat, wie tut man das anwenden? Wie tut man das in die Luft zeichnen? Weil es steht in der Schülerunterlage, in die Luft zeichnen, oder? Wie tut man das visualisieren? Immer hell, nicht dunkel, nie dunkel. Das zeige ich euch schnell. Ich zeige euch mal das Chokurei. Also erstes, Chokurei ist ein Symbol aus dem Usui-Reiki, klassische Basis, wo ein bisschen hilft, auf der physischen Ebene sogar, also auf der physischen, nicht nur energetischen Ebene, wirklich da auch schützen und stärken. So. Dann zeichnen wir das schnell. Also, frisch gezeichnet. So sieht das aus. Chokurei. So, so, so. Wenn man das also in die Luft zeichnet,
dann tut man das effektiv so, wie ich es jetzt vorzeichnet habe und wie es auch in den Schülerunterlagen ist, also die Richtung, die mit dem Pfeil angegeben ist, 1, 2, 3, oder? Tut man das genau so in die Luft zeichnen. Genau so. So tut man es in die Luft zeichnen. Und wenn man es visualisiert, tut man einfach mit den Gedanken. Sich vorstellen, wie man wie mit den Gedanken, mit dem Licht das Zeichnen tut. So wie wenn es aus Licht gezeichnet wäre. Und so kann man es dann auch, wenn man es wie vor sich sieht, so aus Licht, kann man es auch irgendwo projizieren in ein bestimmtes Chakra. Und das ist sehr, sehr stark zum Ausgleichen, Schützen und wirklich die Energie auch wiederherstellen, wenn das Chakra angegriffen worden ist. Das ist Chokurei. Und dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit, dass man über das Mantra das sagt oder singt, oder? Immer 3x3. Chokurei, Chokurei, Chokurei. Chokurei, Chokurei, Chokurei. Chokurei, Chokurei, Chokurei. Und so tut man das über das Mantra zum Beispiel machen. Meistens ist wirklich so ein bisschen singen und vibrieren ist immer gut bei so Sachen. Du siehst so gut, danke vielmals. Hey, wie geht's? Darf ich dich fragen, ob du siehst, ob ich beim neuen Wohnort glücklich werde? Danke dir. Also, dann schauen wir doch schnell. Und natürlich meine Karte auch dabei. Erzengel Michael. Also, du wirst dort eine sehr schöne Umgebung auch haben. Also, es ist wirklich auch zu empfehlen, dass du nicht nur an deinem neuen, also in der Wohnung sozusagen drin, sondern wirklich auch draußen am Ort den ein bisschen kennenlernst. Du wirst dich gut fühlen dort, definitiv. Und du bist beschützt und wirst da geführt. Das heisst, da haben die Engel nachgeholfen, dass du eigentlich an den richtigen Ort kommst. Und daher gang dem Ganzen positiv entgegen, das kommt gut. So, Deli. Wieso greift er mich dann an, redet er immer noch schlecht über mich? Du weißt, oder? Darf ich dich fragen, ob das Telefon mit dem Mann gut kommen wird? Bitte mit Taro. Okay, das Telefon mit Mu. Jupp. Die Mäßigkeit. Ganz wichtig bei diesem Telefonat ist, dass du wirklich so ein bisschen auf Ausgleich achtest. Übertreib es nicht. Tu dich einmal ein bisschen zurückhalten. Und versuch ausgleichen an das Gespräch herzugehen, dann kommt das gut raus. Das ist der Schlüssel. Das ist der grosse Schlüssel. Dürfte ich noch eine Zwillingsseelenbotschaft haben? Vielen Dank, liebe Sumia, sehr gerne. Also, schauen wir mal, was da durchkommt heute. Gewohnheiten. Du hast gewisse Gewohnheiten, wo du auch ein bisschen professionell anschauen lassen solltest. Das heißt, ich sag mal schlechte Gewohnheiten, Macken, ich bin mal ehrlich, Dinge, die dich blockieren, die halt, weil ich sage, Gewohnheiten immer wieder hochkommen, dich immer wieder zurückwerfen. Das ist so ein Knackpunkt im Moment, wo deine Zwillingsseele möchte, dass du das anschaust, analysierst und überwindest. Die professionelle Hilfe kann auch er dir bieten, aber wenn du natürlich jemanden hast, wo auch noch so eben auf eine professionelle Art diese Blockade vielleicht helfen kann, auflösen, wäre es natürlich noch besser, oder? Dass du da wirklich vorwärts kommst, oder? Weil sonst fällst du immer wieder einen Schritt zurück in bestimmten Dingen. Sio Black Clover, darf ich dich fragen, ob das... Das habe ich schon gesagt! Ja, stimmt, merci vielmals. Sehr gern, Elisa. Janin, und wie wendest du es danach bei dir an, bei Kundalini Reiki, Hände auflegen oder nicht? Also, die Hände tut man nie auflegen bei Reiki, sondern so. So. Nicht so, sondern so. Nie überkreuzen, sondern so. Oder so. Zum Beispiel hier. Und der Rest ist ja einfach, oder? Also tut man einfach die
So, nicht überkreuzen und nicht berühren. Zumindest mache ich das so, oder? Also, weil die Berührung körperlich ist nicht wichtig und kann ablenken, finde ich. Und man kann sich viel besser auf die Energie alleine konzentrieren, wenn man eben nicht körperlich berührt. Ist das viel intensiver, oder, für die Energie zum Spüren? Schau bitte mal mit der ägyptischen Tarot auf Juli, August für mich allgemein. Drei Karten. Okay. Also. Als allererstes haben wir den Magier. Das heißt, da gibt es gewisse spirituelle Dinge, die du im Juli und August machen wirst, die sehr wichtig sein werden für deine Zukunft. Du musst da ein bisschen vorwärts kommen und dich ein bisschen reinlegen. Und so wirst du auch finanziell und beruflich vor allem weiterkommen und Macht erlangen, also gewisse Macht aufbauen, die sehr wichtig sein wird für deine Zukunft. Und du wirst empfänglich sein auf einer körperlichen Ebene, spirituell und körperlich. Du wirst also, ich sage mal, eigentlich eine sehr fruchtbare Zeit haben. Schade, dass gewisse Situationen noch nicht so weit sind, weil das wäre natürlich die ideale Energie körperlich, um zum Beispiel ein Kind zu zeugen. Also pass auf. Six. Hey liebe Elsa, könntest du mir echt sagen, was meine Arbeitskolleginnen über mich denken? Ist ein neuer Job, deswegen. Also, ich schaue mal drei. Aber das sind so Fragen, die ich eigentlich nicht so gern habe, weil verschiedene Menschen denken verschieden und haben immer subjektive Sicht. Und da muss ich wie eigentlich ein bisschen in mehrere Köpfe hineinschauen, da im schnellen Live, oder? Also gewisse haben eigentlich keine grosse Meinung und stecken ein bisschen ihren eigenen Gedanken und Problematik an. Es interessiert sie gar nicht so gross, so mehr oder weniger hauptsächlich. Und es gibt gewisse, die haben eigentlich einen positiven Eindruck von dir und denken da jetzt relativ positiv dir gegenüber, wollen dich näher kennenlernen. Ja, sind eigentlich gut eingestellt dir gegenüber und offen, nicht verschlossen. Also ich sehe jetzt keine grosse Negativität oder Problematik und daher kannst du dich entspannen. Das kommt schon gut. Darf ich dich fragen, ob ich die Stelle bekomme, wo mit den älteren Leuten zu tun hat, bitte mit Tarot? Ja, sehr gerne. Also das mache ich jetzt noch. Aber wie gesagt, Leutlis, heute haben wir eigentlich das Thema Aura Spezial. Das mit der Karte werden wir schon noch auch wieder machen. Da haben wir jetzt zuerst das mit dir eine Situation passieren wird, wo du eigentlich deine Macht aufbauen kannst. Das heißt, du wirst die Stelle sicher bekommen, du wirst sicher eine Chance haben, um dort dich zu beweisen. Und nachher hast du natürlich eine Probezeit. Schon wieder, schau, in dieser Probezeit das Allerwichtigste bei dir, der Schlüssel scheint zu sein, du sollst nicht übertreiben in beide Richtungen. Also weder positiv noch negativ, sondern versuch den goldenen Mittelweg zu finden, oder? Und dann nochmal, also du bist wirklich da eingeschlossen mit dem Achti von der Stäbe, wo da eigentlich auch finanziell Macht und Kontrolle über deine Finanzen zeigt, oder? Das heißt, du wirst da wirklich auch müssen zeigen, dass du ein bisschen mit den Zahlen gut zurechtkommst und dass du verstehst, wie man ein bisschen mit Geld umgeht. Ich sag's mal so. Und natürlich sind das auch die Energien von einer gewissen Person, wo in dein Leben kommen soll. Und daher kann es sehr gut sein, dass über die Stelle, das haben wir ja auch gesehen, irgendwie der Kontakt zustande kommt mit dem potenziellen Lebenspartner. Ja, in dem Telefonat geht es eben darum, einen Termin abzumachen für Vorstellungsgespräch. Ich danke dir. Super. Ich merke, Reiche ist angeboren. Was meinst du? Ich sag's mal so. Es gibt definitiv gewisse Menschen, bei denen es angeboren ist, aber nicht jetzt Reiki per se. Reiki ist ein bestimmtes System. Ich gebe dir ein persönliches Beispiel. Ich habe das angeboren, die Fähigkeit, Energie übertragen oder mit der Energie zu arbeiten bei Menschen. Und bevor ich vor über 20 Jahren mit der Reiki angefangen habe, habe ich mit Kollegen, Kolleginnen Erfahrungen gemacht. Und gemerkt, dass es so krass stark ist, wenn ich das mache.
also dass wirklich fast zerplatzt sind, teilweise hinter den Kumpen, so mit geschlossenen Augen, so, oh mein Gott, das ist huere stark, kannst du nicht ein bisschen softer und so, kannst du nicht ein bisschen milder? Und ich so, was mache ich, warum ist das so stark? Ist es meine Kraft? Ist es zu viel, oder? Und darum habe ich aus Unsicherheiten, als ich jünger war, eigentlich mit Reiki angefangen, weil ich dachte, okay, schadet ja nicht, wenn man so eine Fähigkeit hat, natürlicherweise und angeboren, lernen, wie man richtig damit umgeht, in einem bestimmten System mit Ablauf. Mit negative Energie ablecken und dich davor schützen, auch negative Gedanken, bevor du anfängst, dann gewisse Symboliken verwenden, ganz reine Energie, die du anzapfst, universelle Lebenskraft ist Reiki, ja, und nicht deine eigene Energie. Das ist der grosse Unterschied. Das heisst, ich kann schon auch mit Energie arbeiten, die meine eigene ist. Und auch über meine Zwillingsseelen, sowieso für Zwillingsseelen, hat das nicht mehr mit Reiki zu tun. Aber das ist etwas völlig anderes, meine Liebe. Sehr bald, darf ich auch noch für Juli und August das Tarot haben. Am liebsten frage ich, wie es mit meinem Typ Vino 24 weiterläuft. Muss einfach sagen, wie viele Coins. Moment, liebe Abisha. Kommen wir gerade. Also. Sea of Black Clover. Bei dir kommt immer wieder die Mäßigkeit. Unbedingt der Mittelweg, der goldige Mittelweg. Irgendeine Energie ist bei dir wie beim Ausschlagen. So ein Pegel, der so wie ausschlägt. Dann wirst du empfänglich sein. Schaff auch mit den Elementen, also wirklich Wasser, Erde, Luft und Feuer. Das heißt, mach Meditationen auch mit diesen Elementen, oder? Du hast auch genug Räucherungen, Chakra-Sticks etc. Mit all dem kannst du arbeiten. Und dann sieht man da, dass jemand vor allem im August auf dich zukommt, der einen sehr starken, dominanten Willen hat. Ich glaube, da handelt es sich um einen Herr, der Interesse an dir hat oder sogar deinen Lebenspartner. Also es wird sehr, sehr spannend. Also, liebe Abisha, ich mache das sehr gern für dich. So. Als allererstes musst du unbedingt auf deine Intuition achten, was ihn betrifft, oder? Das heisst, du dich nicht selber anlügen, du nicht irgendwie Sachen schönreden oder ignorieren und dann wirst du wirklich auch können die Liebe weiterentwickeln, wo zwischen euch definitiv das Potenzial da ist. Das heisst, wenn du ehrlich zu dir selber bist und deiner Intuition folgst und merkst, ich habe gewisse negative Gedanken, ich habe Misstrauen, eigentlich kann er gar nichts dafür, dann kannst du unterscheiden und dann kannst du dich schützen davor, dass irgendetwas so in eine schiefe Bahn geratet. Verstehst du, was ich meine? Konzentrier dich aufs Glück, einfach jetzt glücklich zu sein. Denk nicht über die Vergangenheit, denk nicht über die Zukunft, mach keinen Plan, du nicht Erwartungen aufbauen, sondern geniesse den Moment, jeden Moment, wie er kommt und lass sich natürlich entwickeln, das Ganze, dann kommt das gut. Zu mir. Kannst du dir noch meine Aura anschauen? Dankeschön. Ja. Also. Sehr interessant. Ich sehe, dass deine Kundalini-Energie sehr gut jetzt anfängt zu fließen. Also die ist wirklich am stärker werden. Es sieht fast so aus wie so ein Wirbelwind, so eine Wirbelwind-Energie aus Licht, die so hoch geht. Und da hat definitiv deine Zwillingsseele auch damit zu tun. Und daher brauchst du nicht einmal Kundalini-Reiki. Das ist schon am Abgehen bei dir. Nein. Aber bei Kundalini-Reiki arbeitest du auch mit den Händen Chakren von nach oben ab. Immer von unten nach oben, ja. Kundalini ist immer von unten nach oben. Die Kundalini-Energie ist spezifisch wie eine Schlange. Ja, du hast ja auch gesehen, the Fire Serpent, das Symbol bei Kundalini-Reiki. Ist eigentlich so. Aber im ersten Schritt macht man das immer von oben nach unten, weil man die Kundalini-Energie-Linie befeuern tut und reinigen tut. Und nachher fängt man dann an, so die Energie hochzuziehen. Hochzuziehen. Ja, weil die öffnet sich dann hier beim Kronenchakra. Kronenchakra ist ganz wichtig, wenn es um die Verbindung nach oben geht. Und dann beim zweiten, dritten Grad von Kundalini-Reiki
wird das immer wieder erhöht, diese Frequenz. Und dann hat es noch Kundalini Booster, oder? 1 und 2. Und dann kommt das Diätreiki. Also Diätreiki ist viele Stufen darüber. Ja? Und da geht es dann wirklich darum, eigentlich, ich sag mal so, wie es die alten Ägypter gesagt haben, die goldene Kundalini Cobra, richtig so, das Feuer darin zu entfachen. Anders kann ich es nicht sagen. Es ist wirklich sehr, sehr stark. Kommt aber nicht für alle in Frage. Chiara, könntest du bitte in meine Aura reinschauen? Danke dir. Chiara, sehr gern. Okay, also ich sehe bei dir beim Sakralchakra, das ist unterhalb vom Bauchnabel, sehe ich ein bisschen eine Verdunkelung. Dort haben wir unsere sexuelle Energie, also das heisst, es überträgt sich immer Energie, wenn wir zum Beispiel eine sexuelle Beziehung mit jemandem haben, dann müssen wir gar nicht physischen Sex haben, das geht auch nur schon, wenn wir zum Beispiel ein Sexting machen, also so Sexchats und alles und aufeinander konzentrieren, kann sich eben schon Energie übertragen. Und da ist etwas, wo wirklich negativ durchgekommen ist von jemandem. Ich gebe dir einen kleinen Tipp. Sakralchakraöl. Also wir haben verschiedene. Das ist von dieser 7-Chakra-Box, wo im Moment wirklich ein super Rabatt drauf ist. Und alles kommt mit Anleitung. Das ist das, was ich dir empfehlen kann, um damit zu arbeiten und Übungen dazu, um dort die Verdunkelung aufzulösen. Die andere Möglichkeit ist, dass wir jetzt mit dem Kundalini oder mit dem Jedreiche bei dir ein bisschen arbeiten, gerade live. Riesig sind wir da. Also, Mary, guten Abend für Panikattacken, was soll ich machen? Panikattacken. Wir müssen herausfinden, woher das kommt. Lass mich ganz schnell in deine Energie reinschauen. Okay. Also es ist eindeutig beim Herzchakra, sehe ich sofort, brauche ich nicht einmal Zeit. Und es kommt Licht von der rechten Seite, es kommt von der weiblichen Energie, nicht von der männlichen. Deine Zwillingsseele können also da eine grosse Hilfestellung bieten. Ich sehe wirklich, dass da sehr viel Druck auf deiner Energie ist. Es tut fast weh, also bei mir sogar körperlich, wenn ich die Energie anschaue. Ich empfehle dir, Mary, wenn du Lust hast, dass wir da effektiv zum Beispiel 1 Minute Usui-Reiki oder Kundalini-Reiki machen mit Fokus aufs Herzchakra. Danke, ja, dann habe ich das alles richtig gefühlt. Ich danke dir auf jeden Fall. Sehr gern. Ja, ich weiß, was du meinst mit dem Gleichgewicht, nicht zu viel erwarten. So, hört jetzt auf mit den Anrufen, irgendwelche komischen Leute, so irgendwelche komischen Typen haben und so. Was passiert bei dem Diätreiki genau? Und wieso ist das am längsten? Hat das einen Grund? Das hat den Grund, weil ich halt einfach es langsam angehen will für die Leute und nicht überfordern, weil es ist extrem stark. Es gibt einige Leute, die physisch umfallen, weil es so stark ist. Also wirklich am besten hinten ein Sofa haben oder ein Bett oder so. Ich bin heute jeder Reiki machen, weil es kann euch wirklich hinterhauen, sage ich einmal. Es ist sehr stark. Cusa Brutto, Queen Rouge, Ali Express. Ich weiß nicht, was du meinst. Der Lippenstift ist von Mac. Ja, ich bin auch dran mit der Meditation. Super. Und ja, ich glaube, es geht darum, dass ich nicht in das alte Muster zurückfalle mit den Gedanken, sondern dranbleibe. Ich danke dir. Sehr gern. Alarmstufe Art. Hallo Susanne, ich hoffe, dir geht's gut. Mir geht's super. Und wie geht's dir? Siehst du, kannst du auch meine Aura schauen. Und siehst du auch Farbe bzw. Aurafarbe? Man sieht sehr viel in der Aura. Ich habe sogar ein Produkt auf meiner Webseite, wo ich auch eine detaillierte Aura-Zeichnung mache. Mit der Zwillingsseele, um wirklich die Farben auch zu zeichnen, wie ich sie genau sehe. Also es ist visuell sehr, sehr schön, dass man wieso eigentlich die Details, was das betrifft, hat. All die Energie kann man noch tiefer reinzoomen und Informationen sehen. Das ist dann zum Beispiel so etwas wie der Seelenscan oder Zwillingsseelenscan. Dort gebe ich dann Infos wieder, okay, das Chakra sieht ein bisschen blockiert aus, das Chakra hat sehr viel Potenzial, die und die Farbe kannst du benutzen, Energie zum Visualisieren und gebe euch da bestimmte individuelle Übungen. Also ich schaue mal da schnell rein.
Okay. Also auch bei dir sehe ich ein bisschen Verdunkelung, so beim Solarplexus Richtung Herzchakra. Das heisst, da sind gewisse Sachen, die sich ein bisschen aufgestaut haben, auch in Richtung emotionale Geschichten, Freundschaften, Beziehungen. Es ist im privaten Bereich, es ist nicht im beruflichen Bereich oder so. Oder direkt im spirituellen Bereich. Es hat auch nicht mit deiner Zwillingsseele zu tun, sondern mit dem aktuellen Leben, das du führst. Und es kann auch am Rande etwas mit Familie zu tun haben und Erziehung. Also es ist schon recht hartnäckig. Und da empfehle ich dir wirklich das anzuschauen, weil das sind zwei sehr mächtige Punkte. Da haben wir den Solarplexus und da ist das Herzchakra. Und zwischen diesen zwei passiert sehr viel, um die Energie da, die Lebenskraft aufzubringen. Und das ist wie ein Fluss, wenn der nicht fließt, dann wird er trüb, oder? Dann wird das Wasser stinkig und trüb und ist nicht mehr gesund, oder? Das sind zum Beispiel die Chakrasticks für die beiden. Solarplexus und Herzchakrastick, oder? Und also das ist auch eine Möglichkeit, dass du dir die 7-Chakra-Box zulegst mit den Übungen, mit den Anleitungen. Und dann kannst du da natürlich schön auch selber, oder, deine Kundalini-Energie pflegen und wieder zum Fliessen bringen. Oder wie gesagt, ihr seht, ich kann auch Energiearbeit machen da live. Also traut euch ruhig. Niemand kann sich reinmischen in die Energie oder so, nur weil wir live sind. Ich habe das auch im TV viel gemacht. Könntest du mal wieder in meine Aura schauen, Alarmstufe 8? Ja, sehr gern. Okay, also bei dir sehe ich gerade, dass da eine sehr schöne rosa Lavendel-Energie auf der rechten Seite vor allem präsent ist. Das zeigt mir, dass deine weibliche Energie sehr stark dominant ist im Moment. Auf der linken Seite ist es aber ein bisschen verdunkelt. Das heißt, du könntest also ruhig deine Bindung, deine Verbindung mit deiner Zwillingsseele wieder ein bisschen stärken und wieder in die Erinnerung rufen. Es ist etwas, das ein bisschen in Vergessenheit geraten ist. Es ist etwas, das du ein bisschen vernachlässigt hast. Und das ist immer die zweite Hälfte von dir selber, von deiner Seele. Und daher lohnt sich wirklich da auch ein bisschen mal dich mit dem Thema beschäftigen. Erinnere dich an deine Zwillingsseele. Ja, das freut mich, danke dir. Übrigens, Leutlis, nächsten Sonntag am 7.7. und jetzt haben wir gerade 77% auf dem Handy. bin ich live wieder im TV und zwar vom 12 Uhr bis um 2, 12 Uhr Mittag bis um 2 auf Star TV bei Shiva Live. Mit dem Chakraöl kann ich aber auch daran arbeiten, oder? Ich glaube, die kommen morgen an. Definitiv, also mit diesem Chakraöl, nicht nur tut es eben auch physisch etwas machen mit den Essenzen, die drin sind, Goldstaub und alles, sehr aufwendig produziert, oder? Sondern auch die Übungen, die dazu kommen, dass ihr damit meditieren könnt, ihr könnt die Übungen machen. Ich werde auch da 7 Chakraübungen dazugeben für Abonnenten auf dem TikTok und darum lohnt sich eben so ein Abo, oder? Nanin, schau auch mal bitte gerne meine Aura an. Sehr gern. So. Spannend. Sehr viel Violett und Grün im Moment. Violett und Grün, das sind heilende und reinigende Farben, weil ich sehe schon ein bisschen eine Verdunkelung beim Solarplexus in der Mitte. Das ist aber etwas, was du jetzt auch sehr gut selbst behandeln kannst mit dem Kundalini-Reiki. Ich denke, weil du noch in der Reinigungsphase bist, diese 21 Tage, dass das da halt wie etwas ist, wo noch nicht weg ist. Und dass eben diese anderen Farben eindeutig am Reinigen sind, oder? Also lass das ein bisschen arbeiten und wende es an. Wende es an, was du jetzt letzthin gelernt hast. Darf ich noch fragen, wieso er immer noch über mich reden tut? Weil ein Traum hat mich gewarnt, wo ich in letzter Zeit hatte. Ja, Traumdeutung ist wieder ein anderes Thema, meine Lieben. Ich versuche da einmal ein bisschen wirklich Thematiken folgen, die ich mir ausdenke und die Leute sich auch wünschen. Also heute ist eigentlich Aura Spezial. Du kannst mir gerne auf WhatsApp schreiben, wenn du willst, dass wir die Träume mal richtig interpretieren tun, weil das ist zu wichtig. Also Traumdeutung ist eine sehr ernste Sache. Schreibst du bitte mal mit Taro, ob du mich zukünftig 1 bis 2 Jahre im Ausland siehst, Umzug oder Pendeln. Okay, also. Ah, du
du wirst ein Opfer bringen müssen. Irgendetwas, was du möchtest, wirst du aufgeben müssen in den nächsten ein, zwei Jahren, was das betrifft. Ich glaube, du weißt, wer das ist. Ha? Das ist jemand, der dir sehr am Herzen liegt. Und da gibt es gewisse Dinge, wo noch nicht ganz klar sind, ob du diese Verbindung opfern musst und vergessen oder ob du deswegen etwas opfern musst, damit das zustande kommen kann und eben wirklich umziehen und gewisse Dinge hinter dir lassen. Also pendeln sehe ich jetzt nicht. Ich sehe keinen Mittelweg. Ich sehe eine klare Weiß- und Schwarz-Entscheidung auf dich zukommen. Liegt ein bisschen auch in seinen Händen. Hast du vielleicht noch eine Engelsbotschaft für mich? Das wäre toll. Gucken wir, was Erzengel Michael sagt. So. Unschuld. Es gibt Leute, die haben wirklich Schlechtes auch gemacht in deinem Leben. Es wäre aber gut, wenn du loslässt im Sinn von Verzeihen, im Sinn von die Last bei dir loswerden und somit wie dich konzentrieren auf die guten Eigenschaften von diesen Menschen anstatt auf die schlechten. Das würde natürlich auch die guten Eigenschaften und Energien fördern und dich energetisch entlasten. Am 8. Juli habe ich Geburtstag. Das ist schön. Alarmstufart. Ja, voll haben wir dann Mini-Übung etc. vom Zwillingsseelen-Scan vernachlässigt. Ja, also, das sieht man. Unbedingt die Übungen durchziehen. Der Zwillingsseelen-Scan ist nicht etwas, was einfach so mal für den Monat ist. Es ist etwas, wo man jahrelang damit arbeiten kann. Oder? Also das heisst, man kann Routinen aufbauen mit gewissen Übungen. Man kann auch gewisse Übungen dazu designen. Oder? So wirklich selber zwischen sich und der Zwillingsseele. So wie ein Alltagsritual oder ein wöchentliches Ritual am Weekend. Oder? Also es gibt ganz viele Sachen, die man da noch ein bisschen machen kann. Auch mit dem Symbol drin etc. Und das ist etwas, wenn man am Ball bleibt, wo sehr viel bringt. Leo, hallo Liebs. Kannst du sehen, ob ich diese Woche ein Wohnungsangebot bekomme von meiner Verwaltung? Also ich schaue mir das jetzt so schnell an, aber dann gehen wir zurück zum Thema Aura. Aura und Energie. So, schauen wir mal mit denen. Das sind Mike Shiva Wahrsagekarten, die ich als Geschenk bekommen habe vor ein paar Jahren. Vermögen, Heirat, Sicherheit, Geld. Sicherheit, Erfolg. Das wird klappen. Du wirst ein Angebot bekommen. Und du wirst dich sehr wohl fühlen dort. Also es wird wirklich etwas sein, das sehr passt. Das heisst, bei dem Diätreiken würde mir schon helfen gerade. Ich denke schon, also bei dieser Energie, die natürlich versucht, dich angreifen, denke ich schon, dass es hilfreich wäre. Kannst du bitte mit Taro noch schauen, wie die Energie von ihm aktuell zu mir ist? Also, ich verstehe natürlich eure Fragen jetzt wegen Taro, aber wir müssen beim Thema bleiben. Sonst haben wir dann immer wieder, oder? Weil ich stehe jetzt da eigentlich vor dieser Darstellung und komme gern später auch noch mal kurz für euch rein mit den Karten. Weil dann habe ich auch viel bessere Möglichkeiten, um euch das zu zeigen auf dem Tisch. Ist gut. Abgemacht. Versprochen. Ich komme später nochmal für die Karten. Inklusive Lenormand. Sehr, sehr, sehr einfache und schöne Karten, um ganz viele Sachen klar zu sehen. Ich habe es meistens so nicht lange vernachlässigt oder sollte ich sofort körperliche Reaktionen bekommen. Interessant. Also das heisst, du spürst sogar, wenn deine Zwillingsseele sagt, oder? Hey, mach, oder? Schubst dich richtig an. Was sehr spannend ist, da ich es einfach sehr gut merke. Sehr gut. Siehst du, du bist auf einem guten Weg und jetzt musst du unbedingt am Ball bleiben und nicht aufgeben. Bist du später noch auf WhatsApp erreichbar? Definitiv, liebe Sumia, ja. Ich habe noch einiges zu tun. Es ist schön warm. Ich werde sowieso nicht früh schlafen oder so. Also da habe ich auch noch einige Karten zu legen und so. Sehr viel los im Moment. Also, andere wichtige Sache, die ich euch noch sagen wollte. Es gibt nicht nur die Hauptchakren.
Es gibt auch Nebenchakren. Zum Beispiel an der äußeren Seite der Knie haben wir Nebenchakren, die für unsere Selbstheilungskräfte verantwortlich sind. Die sind extrem wichtig, weil wenn wir dort eine Blockade haben oder es angreifbar ist oder, und wie kein Schutz quasi mehr drüber hat, dann können wir natürlich uns nicht erholen gut. Wir werden zum Beispiel krank, wir kriegen Erkältung und dann bleiben wir sehr lang verkältet. Und das ist etwas, wo da, ich sage sogar, man weniger schnell krank wird, wenn die Energie richtig gut läuft. Oder? Wie lange hält das? Hält denn das die Reiche an? Das ist unterschiedlich. Das kommt immer auf die Situation drauf an. Aber es ist eigentlich etwas, das sehr, sehr stark wirkt. Und es müsste eigentlich etwas, das gleich stark ist, was eher nicht möglich ist, versuchen, das wie zu zerstören. Bin ich im Moment auch erkältet und eigentlich sehr selten. Aha. Würde ich sagen, auch unbedingt bei dir die Nebenchakren behandeln, oder? Und da, wie gesagt, haben wir auch, also würde ich sagen, jetzt bei der linken Hand vor allem, haben wir das Nebenchakra, wo wir auch Energie aufnehmen, also wie entgegennehmen. Aber das ist mehr auch freiwillig, oder? Dass wir eigentlich es wie zulassen, schlechte Energie von jemand anderem übernehmen. Und da kann man natürlich auch, oder? Da, beim linken Handgelenk kann man auch so bearbeiten. Kann ich etwas speziell mit den Chakren am Handgelenk machen, die sehr stark sind, außer Öl auftragen? Ja, interessant. Jetzt habe ich deine Frage gelesen und schon geantwortet gehabt. Wie gesagt, also mit Nebenchakren kann es vor allem so, oder? Und kleiner Tipp für alle Zwillingsseelen. Man kann auch Energie über die Zwillingsseele entgegennehmen, indem man die rechte Hand hält. So. Indem man mit der linken Hand das rechte Handgelenk hält, kann man so von der Zwillingsseele direkt Energie bekommen. Das ist auch ein kleiner Trick, so, oder? Wo vielen helfen kann. So habe ich bemerkt, dass was nicht stimmt mit meiner Energie. Ja, das verstehe ich. Ich persönlich bin eigentlich, ich habe nie Fieber gehabt, über 10 Jahre lang, und obwohl ich ja wirklich also recht krasse Sachen erlebt habe, auch mit Vergiftung und alles in den USA damals, habe ich, nachdem ich die Verschmelzung mit der Zwillingsseele hatte, wirklich, also ich konnte in die Kälte, ich konnte neben die Leute hocken, die verkältet waren, ich habe mich nicht angesteckt. Es war recht krass. Ich hatte nur wieder ein bisschen eine Schwäche, nachdem ich mein Kind auf die Welt gebracht habe. Aber das ist normal, dass man da dann auch ein bisschen angeschlagen ist. Der Körper macht extrem viel durch bei einer Schwangerschaft und bei einer Geburt. Aber auch das hat sich eigentlich wieder recht gut eingependelt, oder? Wie kann ich mich schützen? Bearbeite Nebenchakren an der äußeren Seite der Knie seitlich. So seitlich von außen bei der Knie-Gegend. Du sagtest ja bei ZS-Scan, dass unsere Handgelenke speziell stark sind, daher die Frage. Ja, siehst du, probier das aus. Den Tipp, den ich jetzt gegeben habe. Das wird helfen. Also Leute, vergesst nicht, wir haben die 7-Chakra-Box. Also ich will jetzt noch nicht zu viel verraten, ich verrate euch dann schon noch genug früher mehr. Aber die Sachen sind wirklich sehr, sehr exklusiv und wir haben die besten spirituellen Lifestyle-Produkte der Schweiz. Für alle, die mit Reiki arbeiten oder eben ihre Chakren bearbeiten wollen, auch durch Meditation, empfehle ich wirklich die 7-Chakra-Box, also die 7-Chakra-Sticks, oder? Weil, da haben wir zum Beispiel auch das Erzengel Michael Öl oder eben das Halschakra-Öl. Ich finde das wirklich, wirklich, wirklich schön. Und es ist sehr, sehr fein, hat auch blaues Lotusöl drin und viele andere Sachen, die importiert sind. Und das sind Sachen, die so exklusiv sind, dass man sie bald auch im TV, sagen wir mal, sieht. Also wirklich auch in einem neuen Format. Mehr kann ich noch nicht verraten, bis es dann soweit ist. Abendgruß, hallo! Dir auch einen ganz schönen Gruß zurück. Es por Trobo. Und das finde ich auch sehr, das ist fürs dritte Auge.
Ihr seht, es sieht ein bisschen aus wie der Nachthimmel. Sehr, sehr spezielle Formulierung nach altägyptischer Art. Das ist auch in der 7-Chakra-Box. Wo ist der Kleine? Ist er am Schlafen? Er spaziert ein bisschen. Und das ist also etwas, das allen hilft, die eigentlich auch so ein bisschen die Wahrheit der Menschen durchschauen wollen und nicht mehr angelogen werden, Licht, werden, oder? Und hinter das Licht geführt, manipuliert werden, auch in einer Beziehung etc. Also die Chakra-Öle sind wirklich sehr, sehr schön, sehr, sehr wichtig und helfen euch, indem ihr es einfach nur aufträgt. So. Indem ihr es einfach aufträgt, das ist jetzt das Kronenchakra, das müssen wir dann da auftragen. Man kann natürlich auch da spitzen, so. Man kann auch auf dem Nacken kann man das auftragen. Das schmeckt so fein. Und dann kann man damit meditieren mit den Übungen, die dazukommen. Und kann effektiv, eben auch ohne, dass man jetzt zum Beispiel bei einer Reiki-Session bucht oder so, kann man seine Energien sehr gut pflegen, stärken und aufmachen. Sendest du Energie mit der rechten Hand? Links ist die eher, die nimmt. Ich persönlich, es kommt darauf an, wenn ich Energie sende Leuten, dann benutze ich beide. Aber da geht es dann mehr um Zwillingsseelenenergie, auch weil meine Zwillingsseele hilft mir. Darum kommt das so gut rüber, weil er als Brücke dient. Darf ich dann fragen, ist das die Energie von meinem Action? Ich kann dazu noch etwas sagen. Also, wenn ich mit beiden Händen arbeite, tue ich so natürlich auch spüren. Ah, okay, oh, hier wird es schwächer, okay, ein bisschen stärker Energie rein. Okay, gehen wir hier hoch, hier ist zu viel Energie, gleichen wir das aus, beruhigen wir das ein bisschen. Das heißt, die linke Hand liest eben auch mit. Verstehst du, wie ich meine? Du musst ja auch wie spüren, was für eine Energie du vor dir hast, an der du arbeitest. Das ist wie ein Masseur, der ja auch spüren muss, ah, hier ist es verspannt, oder? Sonst weißt du gar nicht, wo du zum Beispiel ein bisschen mehr Fokus drauf legen musst und so. Heute habe ich jetzt wirklich viel verraten. Und wie gesagt, also es lohnt sich. Ich habe einige Leute, die Reiki-Einwege gemacht haben. Bei mir. Nochmals wegen Kundalini-Reiki, wegen den zwei Symbolen nach dem Zeichnen und Mantra-Aufsagen hintereinander. Du musst gar nicht zeichnen und Mantra aufsagen. Du kannst theoretisch nur das Mantra aufsagen oder nur zeichnen. Das mache ich dann. Chakren wie beim Usui bearbeiten mit den Händen. Genau, das kannst du. Du kannst aber auch wirklich hier das ganz groß visualisieren über dem gesamten Körper. Du kannst es klein visualisieren, zum Beispiel hier. Du kannst es groß visualisieren vor der ganzen Aura. So dass es alle Chakren eigentlich gleichzeitig bearbeitet. Weil Kundalini Reiki, da geht es ja um alle. Also Raku. Nicht, oder? Wieso ist die Reiki am stärksten? Gute Frage. Es ist eine sehr seltene, uralte Form, wo... Wie sage ich das jetzt am besten? Wo ich halt auch gewisse Energien verwende, die eigentlich sehr persönliche Energien sind, die eigentlich nur ich zur Verfügung habe, zumindest da. Und wenn ich euch damit einwehe, darum habe ich gesagt, es ist nicht einfach für alle zugänglich und ich wähle ein bisschen aus, wer wie das Recht hat oder den Zugang gewährt bekommt, um das zu lernen. Weil es ist auch so ein bisschen für auserwählte Seelen, sage ich einmal. Es hat mit gewissen Göttern zu tun, auch, die wie so die Erlaubnis geben müssen. Es ist wirklich eine Zusammenarbeit. Was ist das, was? 1 Minute 500. Also Usui Reiki, das ist Energieübertragung für bestimmte Chakren oder die ganze
Aura eigentlich. Also es geht auch mal zwei Chakren, drei Chakren. Es kommt immer ein bisschen darauf an, wie gesagt, intuitiv, oder? Wo ich spüre, dass etwas nicht stimmt oder blockiert ist. Und da übertrage ich live, oder? Energie für dich. Und du wirst es auch spüren mit so einem Kribbeln oder so einer Wärme. Was macht man da? Du musst nichts machen, du musst nur Coins schicken und sagen, ich will das. Und dann mache ich das für dich. Dann hast du mit deinem freien Willen schon gesagt, ich will das. Und dann darf ich in deine Energie eingreifen. Und das nennt man Fernreiki, weil ich bin ja da und du bist dort. Funktioniert aber sehr gut, habe ich sehr oft gemacht, auch über Kontinente, zum Beispiel Kopfschmerzen entfernt. Und über das TV habe ich es auch sehr oft gemacht. Nicht vergessen, liebe Leutlis, ich bin nächsten Samstag wieder live im TV. Liebe Sumia, vielen Dank! Ich stehe meine Arme nach unten hin und wieso will hier alles einfach vor mir, nichts physisch. Ja, du kannst es auch in die Luft zeichnen, gell? Vielen Dank für die schönen Geschenke, die da so aufleuchtet. Vielen Dank für die Galaxie. Also sehr willkommen, ich schicke dir gleich 1000 Coins für die Reiche. Also gut. Gut, jetzt habe ich gerade ein Boah. Also, fangen wir der Reihe nach an. Liebe Sumia, du hast zuerst geschickt. Reines blaues Lotus Earl. Also, liebe Sumia, einfach durchatmen. Du kannst auch die Augen schließen. Ich wäre froh, wenn du mir sagen kannst, wenn du irgendein Kribbeln oder eine Wärme spürst. Funktioniert sehr stark bei dir, also es fließt sofort. Danke, Esportrobo, dir auch einen schönen Abend. Deine Zwillingsseele freut sich extrem. Mein Herz kribbelt und mein Hals wird auch warm. Ich werde so ruhig, sehr angenehm. Super. Kronenchakra sehr wichtig bei euch. Sehr, sehr, sehr gut. Also die Kommunikation wird einfacher fallen in der nächsten Zeit mit deiner Zwillingsseele. Das Kronenchakra ist jetzt wirklich sehr weit offen. Jetzt verstärken wir das noch ein bisschen. Mir richtig warm. Es fließt richtig krass bei dir. Super. Okay. Gut. Also, das ist wirklich, der Lichtank ist in deiner Aura drin. Und er wird auch drin bleiben.
solange niemand den bewusst rauskickt. Es ist mir richtig warm geworden. Also, Moment. Super. Lammstuhlfahrt, was würdest du für das Reiki empfehlen? Von denen, die ich jetzt hier live mache, ich würde Kundalini-Reiki empfehlen im Moment. Ich glaube, die Diät ist ein bisschen zu stark so für den Anfang. Also. Sehr interessant. Ich bewege meine Hände so, wie ich spüre. Ich lese mit der Hand und arbeite gleichzeitig mit der Hand. Das hilft mir. Also, Sio Black Clover, du bist dran. Also. Ich merke gerade, du hast ein bisschen Druck im dritten Auge und beim Kronenchakra, aber das tun wir gerade erledigen. Das tun wir jetzt wirklich mal so richtig erledigen. Vielen Dank, Leben, das war so schön. Sehr gerne, liebe Subi, war auch super deine Energie, muss ich sagen. Also, Sio Black Clover, sag mir auch du, wenn du spürst, dass die Energie ankommt. Ihr muss jetzt schon etwas fester drücken. Also es fließt nicht so stark, muss ich sagen. Jetzt fängt es an stärker zu fließen. Ah, das Kronenchakra. Also das dritte Auge, vor allem auch hinten, oder? Dort müssen wir wirklich ein bisschen einen Zahn zulegen. Jetzt ist gut. Jetzt ist der Druck weg. Nicht nervös sein. Lass die Energie ruhig ganz tief hin beim Herzchakra. Es wird nämlich sehr viel Gutes tun für dich und deine Zwillingsseele. Meine Handflächen brennen richtig. Ich spüre es auch. Also, das war jetzt recht krass gewesen, muss ich sagen, bei dir, Sio Black Clover. Ich bin sehr gespannt, wie fühlst du dich jetzt? Life is good, hallo, siehst du was in der Liebe bei mir? Ich schaue mal für dich, bis Sio Black Clover mir antwortet. Wie fühlst du dich? Ich habe ein paar Sachen wahrgenommen, kann ich dir nachher gerne auf dem WhatsApp sagen. Fürs Geschenkli. Ah,
Aber vor das Herz schaut im dritten Auge, genau beim dritten Auge und beim Herz, du hast recht, genau so habe ich es auch wahrgenommen. Sehr, sehr gut. Also, in der Liebe sieht es eigentlich sehr gut aus bei dir. Jetzt muss ich noch verifizieren da. Moment. So. Also in der Liebe sieht es sehr gut aus bei dir. Du wirst eigentlich alle Grund zum Feiern haben und du wirst wirklich den Triumph erleben. Du wirst im Vergleich zu sehr vielen Menschen das erreichen, was du dir wirklich wünschst in der Liebe. Lass auf dich zukommen, nimm es an, es ist ein Geschenk. Life is good. Sehr guter Name. Konzentriere dich genau auf das, dass das Leben schön ist. Also. Ich fühle mich jetzt besser, auch der Druck ist weg, das habe ich bemerkt. Sogar zuerst ein wenig Kopfweh und jetzt weg. Hey, super, das freut mich sehr. Bei dem Herzchakra habe ich eine Vibration gespürt und mehr rechte Seite aber. Okay, sehr spannend. Ich sehe, jemand hat mir da noch etwas geschickt, oder? Für ein Kundalini-Reiche, gell? Meine Liebe, Alarmstufenart. Also, Kundalini-Reiche. For you. So. Reines blaues Lotusöl aus Ägypten. Auch bei dir wäre ich froh, wenn du mir sagst, wenn die Energie ankommt bei dir, wenn du spürst. Deine Energie zieht ein bisschen runter. Ja, ich spür's. Schön entspannen. Es ist ganz positive Energie. Man kann es gar nicht irgendwie falsch oder so machen, gell? Und schön ein paar Mal ein- und ausatmen. Jetzt werden die Arme warm. Super. Schön ein- und ausatmen. Das mit den Armen sind die Nebenchakren. Da spürst du halt einfach, dass du etwas annimmst, oder? Die Kundalini-Linie ist aber genau in der Mitte, oder? Da. Schön tief ein- und ausatmen. Deine Verbindung wird viel besser sein als jetzt mit deiner Zwillingsseele. Also, es war jetzt sehr, sehr schön. Am Schluss hat deine Zwillingsseele noch kurz mitgemacht, um die Energiebrücke verstärken, da mit dem Kronenchakra. Jetzt wie so eine Art Lichtkanal, kann man es nennen, wo da oben aufgegangen ist. Sehr gut. Sehr gut.
Darf ich dann noch fragen, ist die Energie nur von meinem Ex-Chef? Ja, also eigentlich schon. Das ist die Hauptenergie, die ich gesehen habe, oder die da rumschwirrt. Alles andere, wenn etwas ist, ist es viel schwächer und hinter dem. Klar, das ist noch eine interessante Info. Wenn jemand schlechte Energie auf uns projiziert und es unsere Aura angreift, kann es natürlich begünstigen, dass auch schwächere schlechte Energien von anderen zu uns durchdringen können. Es ist wie so ein Teufelskreis eigentlich. Und wenn wir geschützt sind, dann sind wir vor allem geschützt. Und darum lohnt es sich, dass wir da einfach einmal positiv auch denken und wegen freie Wille sagen, hey, ich bin geschützt, ich stelle mir ein Licht um mich herum vor und ich lasse das nicht zu. Merci, sehr angenehm. Interessant, habe am Schluss in meiner Körpermitte ganz warm bekommen. Super, es hat sehr gut geklappt. Sehr gut. Wieso ist die Energie dann so stark von ihm? Weil er sehr dominant ist, wie du weißt. Also auch stur. Alarmstufe Art und die Arme auch warm, alles an andere kalt. Interessant. Danke. Sehr gern. Sehr gern. Also, meine Lieben, ich muss ein bisschen etwas trinken, mich ein bisschen ausruhen. Ist doch nicht einfach, oder? Mit den Energieübertragungen. Und das ist eben das, warum ich das auch nicht immer mache. Ich darf natürlich auch die Reiki-Sessions bei mir machen. Also buchen heute über WhatsApp. Und ich mache noch ein kleines Video dazu. Jetzt gerade und erkläre das auch ein bisschen genauer. Und natürlich Reiki einwägen, das ist immer gut, ist immer besser, ist ja immer günstiger, weil dann könnt ihr selber ein Leben lang Reiki bei euch und bei anderen, bei Haustieren anwenden und profitieren. Also, ich wünsche euch einen ganz schönen Abend, kommen vielleicht später nochmal schnell mit den Karten.